Dieses Haus könnt ihr kaufen für 2,65 Millionen Euro in Benidorm Costa Blanca. Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Vadim und auf diesem Kanal findet ihr die besten Immobilien zu den besten möglichen Preisen an der Costa Blanca. Und heute, meine Freunde, zeige ich euch was super Besonderes. Eine Villa für 2,65 Millionen Euro hier in Benidorm, direkt auf dem Berg, welcher an der Stadt von Benidorm ist. Und wir haben eine wirklich unglaubliche Aussicht. Schaut euch das an. Wir sehen komplett Benidorm, wir sehen alle Berge, wir sehen Finistrat da vorne. Links haben wir das Meer. Viel Privatsphäre, wunderschöne Aussicht, wirklich vom Berg hier. Und wir sind wirklich Minuten entfernt von der Stadt. Okay, heute, meine Freunde, sehen wir uns das Ganze von innen an. Abonniert den Kanal, folgt uns auf YouTube, liked das Video, kommentiert das Video, falls ihr Fragen habt und die Immobilie reservieren möchtet. Unten findet ihr meine Kontaktdaten, mein WhatsApp. Und falls ihr mehr solcher Villen sehen wollt, schreibt mir auch in die Kommentare rein. Denn normalerweise zeigen wir euch 100, 200.000, vielleicht mal höchstens 300.000 Euro. Aber diesmal haben wir uns wirklich Zeit genommen. Wir sind hierher gefahren, eine Stunde von Torrevieja aus und nehmen extra mal was Besonderes für euch auf. Hier eine schöne Villa, eine wunderschöne Villa in Benidorm. Neubau übrigens. Und jetzt, meine Freunde, folgt mir und wir schauen uns alles an. Komm mal mit. So, wir sind jetzt hier auf der Terrasse, wo sich der Pool befindet und wir haben locker einen 8 Meter langen Swimmingpool mit Jacuzzi. Wir können uns hier hinsetzen und eine kleine Massage, eine kleine Wassermassage genießen. Und dann haben wir hier einen riesigen und langen Pool mit einem wunderschönen Infinity-Blick über Benidorm und die Aussicht. Also es ist wirklich wunderschön. Und was ich über diese Villa über dieses Haus toll finde, ist, dass dieses Haus nicht als typisches Schuhkarton gebaut worden ist. Einfach ein weißer Karton einfach draufgestellt. Nein, er ist schön im mediterranen Stil und neu gemischt. Das gefällt mir natürlich sehr und es gibt so einen besonderen Flair hier. Ja? Das heißt, es gibt in anderen Häusern normalerweise nicht. Die werden alle gleich gebaut, aber hier hat man ein schönes Gefühl, dass es etwas Besonderes ist und dass es etwas Besonderes bietet. Okay, dann haben wir hier eine Zone, wo man sich sonnen kann und hier kann es nass werden. Da muss man nicht ausrutschen auf den Fliesen. Und wir haben natürlich hier auch eine wunderschöne Aussicht. Und das, der ganze Bereich hier rechts, der Bereich hier unten und die ganzen Terrassen umherum gehören auch alle zum Haus. Ja? Das heißt, man kann die verschiedenen Abteilungen auf der Terrasse hier sich aufteilen, wenn man möchte. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Barbecue-Zone. Da haben wir hier unten zum Beispiel, ich weiß nicht, Yoga. Da hinten vielleicht, keine Ahnung. Was auch immer. Also man kann sich wirklich viele Sachen hier ausdenken, was man hier machen kann. Vielleicht auch etwas ein bisschen zu viel Platz. Also es ist wirklich extrem viel Terrasse hier. Also es ist wirklich sehr viel. Das ist wirklich für viele Leute. Die haben riesige Schlafzimmer, das seht ihr gleich. Also wirklich eine Top-Immobilie. Okay, auf der anderen Seite dort haben wir die Einfahrt zur Garage. Das zeige ich euch kurz. Und zwar, das ist ein Schlafzimmer. Haben wir auch Ausgang zur Terrasse. Und hier links haben wir noch eine Terrasse mit Dusche, aber da vorne hinten haben wir dann die Einfahrt mit dem Auto, damit ihr direkt zwei Autos dort parken könnt. Und wir haben wirklich einen riesigen Kellerraum mit Garagenstellplatz. Also es ist wirklich, wirklich top, ein geiles Haus. Okay, jetzt gehen wir mal zum Haupteingang und schauen uns mal alles an. Kommt mal mit. Und diesen Haupteingang werdet ihr eigentlich kaum nutzen, aber er ist trotzdem da. Wir haben hier eine riesige Terrasse, wir haben hier den Haupteingang. Warum ihr den kaum nutzen werdet, ist, weil ihr einfach durch die Einfahrt aus der Hauptstraße einfach reinfahren werdet und dann dementsprechend unten durch die Tiefgarage oder durch die Treppen da, durch den Keller entweder oder durch die Terrasse oben einfach ins Haus reinkommen könntet. Ja, also diese Terrasse wäre jetzt ausschließlich oder wirklich so in den seltensten Fällen, wenn man in die Garage nicht reinfahren will, einmal kurz hier schnell rein und dann hat man hier noch einen zusätzlichen Eingang. Aber das sozusagen ist der Haupteingang, obwohl man den jetzt kaum nutzt. Aber für die Gäste, wenn die reinkommen, haben wir direkt so ein riesiges Fenster mit Meerblick direkt vor ihrer Nase.
Meerblick, Blick über Benidorm, Blick über die Berge, Blick auf den Infinity Pool. Also da könnt ihr gestern schon mal gleich gucken, was für ein schönes Haus ihr habt. Überall Marmor, sehr hohe Decken. Auf der linken Seite hier haben wir das begehbare Kleiderschrank. Und dann haben wir hier das Badezimmer. Und jetzt, passt mal auf, kommt mal rein. Ein riesiges Hauptschlafzimmer, das wahrscheinlich so groß ist wie die meisten Wohnzimmer hier, was wir normalerweise verkaufen auf unserem Kanal. Aber das ist wirklich riesig. Sehr große Deckenhöhe, große Fenster mit einer wunderschönen Aussicht über Benidorm. Man sieht den Strand sogar von hier und die Kala von Benidorm, der kleine Berg da hinten, der im Meer schwimmt. Da kann man übrigens eine Tour hinbuchen, wenn man möchte. Da kann man, kommt man mit so einem Boot da auf diesen Berg da im Meer. Okay, und hier haben wir, schaut mal, das Badezimmer und die Aussicht vom Badezimmer. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr hier duscht, dann rausguckt und aus der Dusche rauskommt, habt ihr dann diese wunderschöne Aussicht über Benidorm, das Meer von Benidorm, Natur, also es sieht wirklich wunderschön aus. Zwei Waschbecken, Bidet, Durchzug durch das Fenster, aber Bidet und Klo. Und ansonsten haben wir hier wirklich so einen privaten Raum, den wir übrigens so zumachen können. Dann haben wir hier wirklich Schlafzimmer, Kleiderschrank und das Badezimmer direkt, ja. Okay, der Rest, also Flur, wie gesagt, mit einer wunderschönen Aussicht. Hier gehen wir runter in den Keller, dann gehen wir hoch. Wir haben 4 Schlafzimmer insgesamt. Und dann haben wir hier, Freunde, komm mal mit, eine riesengroße Küche. Riesengroß. Top-Materialien gebaut, große Fenster, Aussicht beim Kochen, wenn ihr an der Platte hier steht und wenn ihr hier kocht, am Kochfeld seid, habt ihr und könnt ihr diese wunderschöne Aussicht genießen und natürlich auch den Pool, Infinity Pool, und wir haben wirklich viel Platz. Dann haben wir hier, Freunde, das Wohnzimmer, extrem hohe Deckenhöhe, wieder große Fenster. Wir können hier ein riesen Sofa hinstellen, wo wir dann von hier aus direkt Berge, das Mittelmeer, rechts Palmen, Benidorm sehen, die ganzen großen Gebäude von Benidorm. Man sagt ja auch, das ist Manhattan von Spanien, Benidorm, weil wir hier so viele Wolkenkratzer hier haben in Benidorm. Deswegen sagt man, das Manhattan von Spanien. Also, Dusche, das ist ein Badezimmer. Nur Badezimmer für die Gäste, Gästetoilette. Und natürlich haben wir hier dann links noch einen Abstellraum, eine Abstellkammer, wo wir halt zusätzlich noch vielleicht unsere Strandsachen abstellen können oder halt unsere Schuhe, wenn ihr das hier nicht abstellen wollt. Okay, und jetzt gehen wir mal erstmal hoch, schauen uns die Schlafzimmer an und danach geht's runter in den Keller und ihr werdet sehen, der Keller hat so viel Platz und bietet so viel Quadratmeter. Also erstmal hoch, folgt mir. Okay, im zweiten Stockwerk, Freunde, haben wir das Besonderste an diesem Haus. Und zwar auf der rechten Seite hier haben wir den besondersten Raum und meines Erachtens eines der besondersten Plätze insgesamt überhaupt, die ich überhaupt in allen Immobilien hier jemals gesehen habe. Das ist ein Schlafzimmer, Freunde, kein Wohnzimmer. Okay, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier ein Wohnzimmer machen, aber ihr habt diese extrem wunderschöne Aussicht hier direkt von jedem Fenster. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, ja, es sind ungefähr 6, 7 Fenster, riesengroß, kann man alle öffnen und wir haben wirklich Aussicht hier komplett einmal drumherum. Viel Privatsphäre, wir haben keine Nachbarn, die hier irgendwie reingucken können und wenn überhaupt, könnte man von da reingucken und dann könnte man hier eventuell ja zumachen, also mit Jalousien habt ihr das geschlossen. Okay, ihr denkt, das war's? Ihr denkt, das war's? Komm mal her. Hier haben wir, Freunde, eine Dusche mit derselben Aussicht. Wir haben eine Toilette, wo wir uns hinsetzen können und wir haben dieselbe Aussicht. Wir haben 2 Waschbecken und wirklich diese wunderschöne Aussicht auch hier von diesem Badezimmer. Überall Marmor, wieder ein großes Fenster, überall kommt viel Licht rein. Und dann haben wir hier nochmal 2 zusätzliche Schlafzimmer mit Einbauschränken. Das erste Schlafzimmer hier
mit Badezimmer auf der linken Seite. Also jedes Schlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer. Und dann kommen wir auch hier, aus diesem Schlafzimmer kommen wir direkt auf die Terrasse hier raus, die wir zusätzlich hier oben noch haben. Also wir können hier Kaffee trinken morgens oder und sonnen. Keine Ahnung, wofür man das alles nutzen soll, aber wir haben dementsprechend sehr viel Platz, wirklich für ein, zwei große Familien, für so ein geiles Haus. Wunderschöne Aussicht über Finistrat, über die Berge, Mittelmeer. Wir haben alles hier, was man in der Umgebung braucht. Okay, Benidorm-Zentrum würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen. Ist wirklich eine Partymeile für die Briten. Aber wir sind nicht im Zentrum, wir sind etwas außerhalb und haben dafür diese wunderschöne Aussicht über das Manhattan von Benidorm. Kommt mal rein. Wir haben jetzt da vorne links das dritte Schlafzimmer. Und dort haben wir was Komisches. Und zwar haben wir wirklich viel Platz, wieder eine wunderschöne Aussicht. Aber komischerweise können wir nicht die Fenster hier öffnen. Können wir nicht auf die Terrasse von diesem Schlafzimmer kommen. Ich weiß nicht, warum das so gemacht worden ist, aber ist halt so. Aber viel Platz wieder. Wir können hier ein Bett hinstellen, wir können dort ein Bett hinstellen, wir können hier einen Arbeitsplatz hinmachen. Wir haben große Fenster hier, also wirklich sehr viel Platz. Und jetzt, Freunde, gehen wir mal runter in den Keller und ihr werdet sehen, wovon ich vorhin gesprochen habe. Komm mal mit. Okay, hier haben wir den Keller und ihr werdet sehen, wieder, wie viel Platz wir haben. Also wir haben wirklich fast die gleiche Quadratmeteranzahl wie oben. Und wir können hier alles Mögliche machen. Billardtisch, wir möchten, Pokertisch, Heimkino, ich weiß nicht, Spielraum, was auch immer man hier machen kann. Und dann haben wir hier direkt den Eingang von der Garage, wo wir die Einfahrten haben. Und dann könnt ihr hier direkt eure Autos abstellen. Wir haben dort die Motoren, die ganze Elektrik und so weiter, ist alles in dem Raum dort hinten. Aber wie ich bereits erwähnt habe, Freunde, wir kommen hier rein mit dem Auto, gehen dann hier rechts lang und gehen hoch in das Haus. Also man würde theoretisch so immer in das Haus kommen. Ja, also durch den Keller hier. Also viel Platz, super, guter Keller, sehr nützlich und sehr hilfreich. Und das war es auch mit dem Video und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal hier auf YouTube. Und falls ihr Fragen habt oder diese Villa besichtigen möchtet hier in Spanien oder was anderes in Spanien kaufen möchtet über unsere Agentur, wir sind eine deutsche Agentur mit 5 Büros, wir haben ein wirklich großes Angebot an Immobilien, Neubau, Zweitrand, wir vermieten, wir machen Renovierung, wir machen wirklich alles, was ihr braucht. Also meldet euch bei uns, hinterlasst eine Anfrage, falls ihr irgendwas kaufen möchtet. Reserviert jetzt, weil wir haben immer weniger Immobilien und der Markt scheint sich wieder wirklich rasant nach oben zu bewegen. Also wir haben wirklich immer mehr Kunden und immer weniger Immobilien auf dem Markt, die wir anbieten. Also Freunde, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also bis zum nächsten Mal in Spanien.